In der Debatte um finanzielle Hilfen für die Kommunen in der Corona-Krise hat Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link CSU-Chef Markus Söder scharf attackiert. Während Link und die SPD seit längerem schon einen Altschuldenschnitt fordern, sprach sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gegen das Vorhaben aus. Link kontert mit einem Blick auf die Geschichte Bayerns. Zwischen den 50er und den 70er Jahren sei Bayern in einem Länderfinanzausgleich von anderen Bundesländern unterstützt worden. Link fordert jetzt die gleiche Solidarität von Bayern ein. Anstoß für die Debatte gab der Plan von Bundesfinanzminister Scholz, der einen milliardenschweren Schutzschirm für die Kommunen aufspannen will. 57 Milliarden Euro sollen in diesem Jahr von Bund und Ländern bereitgestellt werden, um Gewerbesteuerausfälle auszugleichen und um sie von Altschulden zu befreien. Die Zahl der aktuell am Coronavirus erkrankten Personen in Duisburg ist über das Wochenende angestiegen. Aktuell gibt es laut der Stadt 174 positiv Getestete. Das sind 16 mehr als noch am Donnerstag. Insgesamt haben sich in Duisburg in der Summe 1113 Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Bei der Frage nach Lockerungen oder Verschärfungen der Corona-Maßnahmen orientiert sich die Politik an der sogenannten 7-Tage-Inzidenz. Bei diesem Wert belegt Duisburg NRW-weit einen der vorderen Ränge. Aktuell liegt die Zahl in Duisburg bei 15 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen. Übersteigt dieser Wert 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner, käme es zu erneuten Einschränkungen. Die Polizei hat in Duisburg 5 Niederländer festgenommen. Die Bande hatte zuvor versucht, einen Geldautomaten in Walsum in die Luft zu jagen. Nach dem gescheiterten Versuch ist es zu einer Verfolgungsjagd mit der Polizei gekommen. In der Nacht zu Montag konnte die Polizei einen Teil der Täter auf einem Garagenhof stellen. Laut dem Landeskriminalamt kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Automatensprengungen in der Region auf ihr Konto gehen. Ob die Männer Teil einer größeren Bande sind, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Die Niederrheinische IHK bietet digitale und individuelle Berufsorientierung in Corona-Zeiten an. Dazu schaltet die IHK am Dienstag, den 26. Mai, eine Telefonhotline von 9 bis 16 Uhr frei. IHK-Bildungslotsin Özlem Erdoğan spricht mit Jugendlichen über ihre beruflichen Wünsche, Ziele und Erwartungen. Auch ein digitaler Bewerbungsmappencheck ist möglich. Nach erster telefonischer Kontaktaufnahme besteht auf Wunsch auch die Möglichkeit eines Videocalls per WhatsApp. Besonderer Nachwuchs bei den Bennett-Kängurus im Duisburger Zoo. Das seit 2018 mit der Flasche aufgezogene Känguru-Weibchen Lissy zieht nun erstmals selbst ein Jungtier auf. Der jüngste Känguruspross wagt sich immer häufiger aus dem schützenden Beutel seiner Mutter. Etwas Geduld ist bei den Zoobesuchern allerdings noch gefragt, wenn sie den Känguru-Nachwuchs sehen wollen. Im Sommer 2018 retteten die Duisburger Tierpfleger dem damals wenige Monate alten Känguru das Leben. Ihre Mutter war gestorben und Lissy auf die intensive Zuwendung der Pfleger angewiesen. Der Lions Club Duisburg-Hamborn hat dem ortsansässigen Sana Seniorenzentrum 410 FFP2-Schutzmasken gespendet. Dies gelang im Rahmen einer Aktion, bei der die Lions Clubs International Foundation 2 Duisburger Clubs einen Extra-Etat für eine Corona-Nothilfe bereitstellte. Im Rahmen dieser Aktion verteilte der Hamborner Club noch 500 OP-Masken und 150 weitere FFP2-Masken an die Duisburger Bahnhofsmission, die Hospizbewegung und die Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung. Nachdem es überwiegend bedeckt heute in die neue Woche ging, kehrt der Frühling morgen zurück nach Duisburg. Der Dienstag zeigt sich mit blauem Himmel und Sonne satt. Das Thermometer klettert auf bis zu 23 Grad. Ganz ähnlich am Mittwoch. Die Sonne behält die Oberhand. Erst gegen Abend ziehen dichtere Wolken auf. Die Werte steigen nochmal leicht auf bis zu 24 Grad. Am Donnerstag gibt es dann wieder keine Wolke am Himmel. Die Sonne hat komplett freie Bahn und sorgt für Höchstwerte von 21 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenter in Neumühl.
Autofahrer aufgepasst, die Duisburger Ordnungshüter kontrollieren morgen unter anderem auf der Krämerstraße im Dellviertel und auf der Schwabenstraße in Obermarxloh die Geschwindigkeit. Baustellen behindern dazu zum Beispiel in Hamborn die freie Fahrt. Hier gibt es wegen Straßenbauarbeiten eine Vollsperrung auf der Stollenstraße. Betroffen ist der Bereich zwischen Steigerstraße und Dr. Heinrich-Lagmann-Straße. Mitte Juli sollen die Arbeiten beendet sein. Und in Homberg gibt es Einschränkungen auf der Mörserstraße. Die ist zwischen der Südstraße und der Duisburger Straße zur Sackgasse in Fahrtrichtung Duisburger Straße umfunktioniert. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende Oktober abgeschlossen. Studio 47 wünscht eine angenehme Fahrt. Kommen Sie gut in die neue Woche.